Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Am 8. Mai 1945 endet in Europa der Zweite Weltkrieg. Bei Ende des Krieges befinden sich rund 11 Millionen deutsche Soldaten in Gefangenschaft. 3,6 Millionen in britischer, 1 Million in französischer, 3 Millionen in amerikanischer und 3,1 Millionen in sowjetischer Gefangenschaft. Insgesamt sind die Gefangenen auf 80 Länder unserer Erde verteilt. 1,2 Millionen Gefangene werden in der Gefangenschaft sterben. Und etwa 1,3 Millionen gelten bis heute als vermisst. Kaum eine Familie, die damals nicht betroffen ist. Alle, die den Krieg selbst überlebt haben, suchen. Sie suchen über Anschriften auf Häuserruinen, über Anzeigen in den ersten Zeitungen, über Durchsagen im Radio oder über den eingerichteten Suchdienst des Roten Kreuzes. Oft dauert es lange, quälende Monate, manchmal sogar Jahre, bis die Familien erfahren, ja, er lebt. Er ist gefangen genommen worden. Der Mann, der Vater, der Bruder, der Sohn. Und damit ist die Hoffnung wieder da, wir werden uns wiedersehen. Bis Ende 1948 werden alle überlebenden Gefangenen der Westalliierten wieder in die Freiheit entlassen, sofern es sich nicht um verurteilte Kriegsverbrecher handelt. Die letzten Gefangenen aus der Sowjetunion kommen in den Jahren 1955-56 frei. Konrad Adenauer hat in Moskau verhandelt, hat ihre Freilassung erreichen können. Den Älteren unter uns sind vielleicht noch die Bilder von der Rückkehr der 10.000 nach Friedland im Gedächtnis. Auch das Bild, was auf dem Liedzettel abgedruckt ist, ist eine Szene aus dem Film der Wochenschau, die damals aufgenommen worden ist. Für alle, die diese Rückkehr nach Friedland erlebt haben, muss dieser Tag ein großer und berührender Moment gewesen sein. Fakt ist aber auch, viele dieser zuletzt Freigelassenen waren hochgradig belastete Kriegsverbrecher. Was hatten die Männer in der Gefangenschaft erlebt? Nun, es war unterschiedlich. Die westlichen Alliierten behandelten die Gefangenen ganz überwiegend nach den geltenden völkerrechtlichen Bestimmungen. Die Sterblichkeit in diesen Lagern lag im Durchschnitt deutlich unter 1%. Die Ernährung und die medizinische Versorgung war meist erheblich besser als das, was die Angehörigen zur gleichen Zeit in der Heimat hatten, und auch besser als die Versorgung in der Wehrmacht. Häufig konnten die Gefangenen bereits kurz nach der Gefangennahme ihren Angehörigen eine Postkarte mit Nachrichten schicken über ihren gesundheitlichen Zustand und auch mit einer Postanschrift. Ausnahmen gab es aber auch hier. In der Sowjetunion sah vieles anders aus. Rund ein Drittel der deutschen Kriegsgefangenen ist dort verstorben. Die Arbeit war überwiegend schwer. Holzfällen, Arbeit in Bergwerken, Torfstechen, Eisenbahnbau. Die Ernährung war oft mangelhaft und Hunger das brennende Dauerthema. Krankheiten wie Fleckentyphus, Ruhr, Durchfall und Lungenentzündungen setzten den Männern zu.
Auch die hygienischen Einrichtungen waren schlicht katastrophal. Oft gab es keinen Waschsaal. Aber es ging hierbei nicht um eine systematisch angelegte Rache der Sieger an Besiegten. Es ging um den Wiederaufbau in einem geschundenen Land. Die Sowjetunion war schon an sich nicht besonders stark entwickelt. Und dann war der Krieg gekommen und hatte mit voller Brutalität das Werk der Zerstörung geübt. Der einheimischen Zivilbevölkerung ging es oft nicht besser als den Gefangenen. Was vielen Männern die Kraft zum Überleben gab, das war die Post, die mit der Heimat gewechselt werden konnte. Millionen von Karten und Briefen gingen in diesen Jahren hin und her. Zuerst einfach nur Nachrichten, mit denen das nackte Überleben mitgeteilt wurde, und dann nach und nach viele Einzelheiten. Es ist sehr berührend, wenn man solche Zeugnisse heute liest. Da wird berichtet über den gesundheitlichen Zustand und auf der anderen Seite über das Leben in den Trümmern der Heimat. Immer wieder über Pläne für die Zukunft und ganz viel über die Kinder. Die Kinder, die ohne den Vater groß werden müssen. Viele der Gefangenen träumten von der Rückkehr nach Hause. Sie wollten wieder anknüpfen, da, wo die Familie durch den Krieg auseinandergerissen worden war. Und gleichzeitig hatten viele die Ahnung, das wird schwer. Man kann das Rad nicht einfach zurückdrehen. Es hat sich so viel verändert. Auch die, die aus der Gefangenschaft zurückkommen, haben sich verändert. Die Männer sind häufig stark untergewichtig. Die Frauen erkennen sie auf den ersten Blick oft gar nicht wieder. Mit den eingefallenen Gesichtern, in ihren schlackernden Hosen. Die Männer haben Hungerödeme. Sie leiden unter Herzproblemen und Muskelschwund, unter Gefäßschwächen und anderen Spätfolgen ihrer Erkrankungen. Einige sterben schon bald nach der Rückkehr in die Heimat. So ist es auch bei meinem eigenen Großvater gewesen, Wilhelm Dauer. Geschwächt durch Ruhe und Typhus wurde er früh aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Am 12. Januar 1946 ist er im Lazarett in Marburg verstorben. Auch psychisch geht es vielen der Gefangenen nicht gut. Sie haben höllische Dinge getan, höllische Dinge erlebt und höllische Dinge erlitten. Sie leiden unter Panikattacken, können nachts nicht schlafen vor Albträumen. Heute würde man von posttraumatischen Belastungsstörungen sprechen, aber es gibt keine Therapeuten, keine Menschen, bei denen man mit diesen Verletzungen der Seele Hilfe bekommen könnte. Und selbst wenn es sie gäbe, viele der Heimkehrer könnten solche Hilfe wahrscheinlich gar nicht annehmen. Zu tief ist das Bild verinnerlicht, dass ein echter Kerl auch Schlimmes aushalten können muss. Wenn der Krieg schon verloren gegangen ist, viele möchten sich doch als Mann sehen, dessen Geist ungebrochen ist. Und auch von anderen möchten sie so gesehen werden. Und moralisch? In einem Film der englischen BBC über die Ankunft der deutschen Kriegsheimkehrer in Friedland heißt es: "The price is paid now
But is the lesson learned? Der Preis ist jetzt bezahlt. Aber ist auch die Lektion gelernt? Hat man das eigene Unrecht einsehen können? Überwiegend wohl nicht. Sehr schnell bürgert sich eine bestimmte Sicht auf den Krieg ein. Für die Verbrechen sind Hitler und ein enger Kreis um ihn herum verantwortlich. Aber die Armee, so wird immer und immer wieder behauptet, die Armee war sauber. Keine Gräueltaten, keine Erschießungen von Zivilisten oder Gefangenen, keine Unterstützung bei der Vernichtung der Juden. So wird es behauptet. Und man erzählt es sich untereinander bei Kameradschaftsabenden und am Stammtisch. Das ist die Geschichte, die sie glauben wollen und die die anderen glauben sollen. Aber sie stimmt nicht, diese Geschichte. Und viele wissen es. Sie versuchen zu verdrängen. Und sie müssen auch erklären, wie denn dieser Krieg verloren gehen konnte, obwohl sie doch so viel gegeben haben und als Helden gekämpft haben und so auch anerkannt werden wollen. Viele Romanhefte über den Krieg werden gedruckt. Der Lanzer. Hunderttausendfach gekauft, voller erlogener und verbogener Geschichten. Tausende schreiben privat nach der Rückkehr Berichte über das, was sie erlebt haben wollen. Das sollen die anderen lesen. Oft ist es nicht einmal die halbe Wahrheit. Und viele haben Angst. Sie fürchten sich vor der Zukunft. Wie soll es mit ihnen weitergehen? Wie soll es mit Deutschland weitergehen? Was wird aus den sogenannten Idealen, mit denen und für die sie gekämpft haben? Was wird aus der Gemeinschaft, die sie untereinander erlebt haben, die ihnen Halt gegeben hat und die auch als süßes Gift die Stimme des Gewissens so erfolgreich zum Schweigen gebracht hat? Wenn alle dabei sind, dann kann es doch kein Unrecht sein. Als sie mit ihren Familien zusammentreffen, da ist der Jubel groß, die Dankbarkeit, die Überwältigung. Sie fallen einander in die Arme, auf den Bahnhöfen und in den Übergangslagern. Endlich. Aber es bleibt nicht lange dabei, denn die Probleme zeigen sich schnell. Viele Kinder nehmen den Vater nicht an. Manche sehen ihn ja jetzt zum ersten Mal. Und wie er jetzt so vor ihnen steht, hat er nichts zu tun mit dem jungen Mann in der schnittigen Uniform, dessen Bild immer in der Wohnstube gestanden hat. Der Vater, das ist nur ein fremder Mann. Wie verletzend muss das für diese Männer gewesen sein? Sie haben gehofft auf die Familie, darauf, dass wenigstens hier alles wieder in Ordnung kommt, wenn schon die Welt zusammengebrochen ist. Auch die Ehen sind oft belastet. Mann und Frau sind einander entfremdet. Viele haben ja eilig im Krieg geheiratet, manche kannten sich noch gar nicht lange, haben nie wirklich miteinander gelebt. Man kennt sich eigentlich nicht. Beide haben den Krieg erlebt, aber oft gelingt es nicht, diese Erzählungen miteinander zu verbinden.
und über manches lässt sich nicht reden. Sag mal, was hast du eigentlich getan? Frauen sind vergewaltigt worden und ihre Männer fühlen sich beschämt, weil sie sie nicht beschützen konnten. In der langen Zeit der Abwesenheit hat sich manches auch einfach verändert. Viele Frauen haben jahrelang für ihr Leben und für das der Familien selbst die Entscheidungen treffen müssen, weil die Männer im Krieg gewesen sind. Und jetzt? Jetzt soll alles wieder so laufen, wie die Männer es wollen? Und dann noch diese Männer? Geschwächt, gezeichnet, ohne Arbeit? Nur mühsam halten sie die Reste ihrer Selbstachtung zusammen. Und außerdem, seit dem 23. Mai 1949 steht es im Grundgesetz des neuen Staates, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Was sich nicht von selbst fügt oder fügen lässt, das wird nicht selten mit Gewalt erzwungen. Viele Väter greifen auf aggressive Muster zurück, um ihren Willen durchzusetzen. Es wird geschlagen, geschrien, geschmissen, zerstört. Die Mütter geben häufig nach, um des Friedens willen, um der Kinder willen. Aber viele Ehen zerbrechen auch. Diese Männer sind nicht wieder zu Hause. Sie sind oft einfach nur da. Viele verstehen die Welt nicht mehr, finden ihre Rolle nicht, wissen nicht, wohin sie mit dem hin sollen, was in ihnen brodelt, was in ihnen kämpft, was in ihnen weiter zerstört. Eigentlich müsste man reden, miteinander. Aber oft geht das irgendwie nicht. Reden und zuhören. Reden über Schrecken und Schuld, über Schwäche und Scham. Nur wenige schaffen das. Die Kinder bekommen das alles mit. Die Stimmungsschwankungen, die Schroffheit und die autoritäre Härte, die Unfähigkeit zu Nähe und Zärtlichkeit, das Schweigen, den Druck, den Alkohol und die Tabletten. Die Unberechenbarkeit und die Entladungen der Wut und der Enttäuschung und auch die Versuche, das alles hinter einer bürgerlichen Fassade zu verbergen. Viele haben es so oder ähnlich erlebt. Irgendwie kannst du auch damit groß werden und dann deinen eigenen Weg gehen. Aber gut ist es nicht. Und manchmal kann es wehtun bis ans Lebensende. Muss es dabei bleiben? Nein. Ein erster Anfang wäre, zu fühlen und zu verstehen, dass da Schreckliches passiert ist. Zu reden und vielleicht sogar professionelle Hilfe zu suchen, auch nach vielen Jahren. Wo ist Gott in all dem?
Er ist doch da, oder nicht? Er ist doch da, wenn die Heimkehrer in Friedland dicht an dicht stehen und miteinander voller Ergriffenheit singen: Nun danket alle Gott. Er ist doch da, wenn die vielen, die während des Krieges aus den Kirchen ausgetreten sind, ohne viel Aufhebens nun wieder eintreten. Er ist doch da, wenn die Familien sich am Sonntag gemeinsam aufmachen in die Kirche, und das tun die Familien, denn die Kirchen sind voll, anders als heute. Gott ist doch da, wenn sich die Familie um den Christbaum versammelt, in jedem Jahr ein geprägtes Ritual, und miteinander singt: Freue dich, o Christenheit. Wenn die Kirche am 9. Oktober 1945 in Stuttgart ein Schuldbekenntnis veröffentlicht und sich selbst anklagt, dass man in dieser schlimmen Zeit nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt hat, ja, ist denn dann Gott nicht da? Und wenn Vertreter der Kirche sich für die Täter verwenden, wenn sie die Nürnberger Prozesse als Siegerjustiz ablehnen, ist dann nicht etwas da von Gott und seinem Willen zur Vergebung und Barmherzigkeit? Gott ist wohl da. Er kommt vor. Da und so, wie Menschen ihn brauchen können. Gott ist da. Aber er ist nicht dort, wo er gerne hineingewollt hätte. In die Herzen der Menschen. Hinein in diese schwierigen Geschichten aus Schuld und Verletzungen. Hinein in die zaghaften Versuche, einander als Mann und Frau wieder neu zu finden. Hinein in den Versuch, wirklich umzukehren und das Leben neu in Gottes Hand zu legen. Viele versuchen es lieber alleine. Und es reicht ihnen, wenn Gott da ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn, unserem Heiland. Den Vater bitt, dass er ja
dem Zorn mit uns verfahren. Gedenke, Herr, jetzt an dein Amt, dass du ein Friedfürst bist. Und hilf uns gnädig allesamt, jetzt und zu aller Frist. Lass uns in Furcht dein göttlich Wort im Frieden noch länger schalten. Lasst uns für uns und für andere beten und einstimmen in den Ruf: Christus, erbarme dich. Unser Herr und unser Gott, an diesem Tag gedenken wir der Millionen Toten, der Gefangenen und Verschleppten, der Vermissten und Vertriebenen, der Gefolterten und Ermordeten. Herr, wir bitten dich um Frieden zwischen den Völkern und Staaten. Wir bitten dich, dass niemand mehr Gewalt oder die Drohung mit Gewalt gebraucht, um seine Ziele durchzusetzen. Wir rufen: Christus, erbarme dich. Wir beten für die Politiker in unserem Land, für die leitenden Frauen und Männer in Parteien und Gewerkschaften, in Verbänden, Betrieben und Verwaltungen, für die Redaktionen in den Medien, dass sie ihren Teil dazu beitragen, dass Frieden und Gerechtigkeit in unserer Welt wachsen. Wir rufen: Christus, erbarme dich. Wir bitten dich um Mut und Entschlossenheit, Frieden vorzuleben und für den Frieden einzutreten, wo immer wir das können. In unseren Familien, in Kindertagesstätten, in den Schulen, am Arbeitsplatz, im Kreis der Freunde und Bekannten. Wir bitten dich, dass wir die Kraft haben zur Versöhnung mit anderen und die Demut, um Verzeihung zu bitten. Wir rufen: Christus, erbarme dich. Wir bitten dich um den Mut zum Widerstand, wenn das Lebensrecht anderer Menschen in Frage gestellt wird. Hilf uns, dass wir Menschen nicht zuerst nach ihren Fähigkeiten beurteilen oder danach, woher sie kommen, sondern danach, dass du uns alle gewollt hast und dass du uns liebst. Wir rufen: Christus, erbarme dich. Herr, das Ziel dieser Schöpfung ist Frieden. Schenk unserer zerstrittenen Welt deinen Frieden. Dass das Reich unseres Vaters komme und sein Wille geschehe. Wir rufen: Christus, erbarme dich. Lasst uns Gott das in der Stille sagen, was uns heute Morgen besonders wichtig ist. Erbarme dich. Amen. Ich möchte am Ende des Gottesdienstes noch kurz einiges bekannt geben.
Am kommenden Mittwoch ist Seniorennachmittag in Dagobertshausen im Freizeitheim. Ab 14.30 Uhr sind wir dort mit Kaffee trinken und Andacht, und das Thema wird sein: Tiere in der Bibel. Am kommenden Sonntag ist Ewigkeitssonntag. Die Zeiten für die Gottesdienste bitte ich, dem Gemeindebrief zu entnehmen. Und am Mittwoch feiern wir hier in der Kirche Buß- und Bettag. Die Kollekte heute ist bestimmt für den Bund der Kriegsgräberfürsorge. Ich danke den vielen, die hinten an der Technik stehen, ganz herzlich für den Einsatz heute. Prima, dass ihr das macht und anderen ermöglicht, den Gottesdienst mitzufeiern, die heute hier nicht in der Kirche sein können oder wollen. Ich danke Wolfgang Habich für die Musik und ich danke Karin Brückmann für die Herrichtung des Raums. Der Wochenspruch, der uns in die kommende Woche begleiten soll, steht im zweiten Brief an die Christen in Korinth. Paulus schreibt in Kapitel 5, Vers 10, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wir singen noch einmal zusammen: Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Vielleicht bist du heute im Gottesdienst gewesen und hast gemerkt, etwas von dieser Geschichte ist auch Teil deiner Geschichte. Dann ist dieser Tag ein guter Tag, um zu fühlen und vielleicht auch ins Reden zu kommen. Und wenn du sagst, ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann oder möchte, dann kannst du gerne den Pfarrer anrufen, wenn du glaubst, dass er der Richtige sein könnte. Ich bitte unseren Ortsvorsteher Rolf Götzmann nach vorne. Gedenken an die beiden großen Kriege des 20. Jahrhunderts und ihre zahllosen Opfer ist in Europa zur Tradition geworden. Mehr noch,
zu einer humanitären Verpflichtung, die wir uns nicht entziehen dürfen. Es handelt sich nicht um leere Rituale, die in Sonntagsreden abgefeiert werden, sondern um einen Bestandteil unseres Lebens, unseres Seins. Denn erst das gelebte Bekenntnis zur Vergangenheit macht uns zu dem, was wir sind. Das gilt auch und vor allem für die dunklen Seiten der Geschichte. Wir können sie nicht abstreifen und vergessen oder gar verdrängen. Das würde bedeuten, unseren eigenen Wurzeln abzuschneiden. Es gibt in Europa zahllose Stätten, die an die Grausamkeit und Zerstörung der Kriege erinnern, an blutige Schlachten, aber auch an die Verbrechen an Kriegsgefangenen und Angehörigen von Minderheiten. Viele dieser Erinnerungsorte sind längst aus unseren Blicken verschwunden. Sie sind gleichsam versunken, scheinbar unschuldige Landschaften wie Ruinen vergangener Zeiten. Sie wurden überwuchert von Gras und Büschen und Bäumen. Oft sollen diese Öffentlichkeiten ganz bewusst zum Verschwinden gebracht werden, indem Wälder über ihnen gepflanzt oder Straßen und Siedlungen errichtet wurden. Um die Spuren der Massaker zu verdecken, nicht gedacht worden sollte der Ermordeten der Juden, Sinti und Roma, der Widerstandskämpfer und der zahlreichen anderen Opfer. Sie sollten anonym und gesichtslos aus der Erinnerung getilgt werden. Umso wichtiger ist es, in Gedanken nicht nur an die gefallenen Soldaten der ehemaligen Kriegsgegner zu erinnern, sondern auch an die Menschen, die jahrelang an den Rand gedrängt und verschwiegen wurden. Wir müssen die Topografie des Terrors noch genauer als bisher in den Blick nehmen. Die zahllosen Konzentrations- und Vernichtungslager sowie das Gulag-System, die weite Teile Europas von Sibirien bis in unser Lande wie ein dichtes Netzwerk des Schreckens überziehen. Natürlich gilt das Gedenken auch der Soldaten der unterschiedlichen Kriegsparteien, ohne Ansehen ihrer Herkunft, denn auch sie haben unsäglich gelitten, wurden gequält und in den Tod getrieben. Wenn wir von den Gräbern stehen, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen den Nationalitäten und Uniformen. Sie wurden alle zu Opfern des Krieges, egal ob Russen, Deutsche, Österreicher, Polen oder Franzosen. Wobei das nicht bedeutet, dass wir die besondere Verantwortung der Schuld vergessen dürfen, die gerade Deutschland auf sich geladen hat. Nicht zu vergessen die Österreicher, die in deutschen Uniformen dem verbrecherischen Hitler-Regime oft nur zu willig gedient haben. In diesem Zusammenhang müssen wir auch jeden Menschen gedenken, die heldenhaft Widerstand geleistet und dafür mit ihrem Leben bezahlt haben. Sie wurden viel zu lang verschwiegen. Alles das macht und macht das schmutzige Geschäft des Krieges aus. Dieses hat nichts Edles und Heroisches an sich, wie Hurra-Perioden oder Kriegstreiber aller Schattierung gern behaupten. Es gibt keinen Grund, den Krieg zu verherrlichen. Das gilt für die beiden großen Kriege ebenso wie für die zahlreichen bewaffneten Auseinandersetzungen, die Europa bis heute erschüttern. Wir denken dabei an die Kriegshandlungen und Verbrechen auf dem Balkan in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, aber auch an spätere blutige Aggressionen. Die Wurzeln dieser Katastrophen und Krisen sind in den meisten Fällen in der Vergangenheit zu suchen. Die Konflikte, die nach außen hin vielleicht beigelegt wurden, doch innerlich vor sich hin schweren, bis sie plötzlich wieder aufbrechen in Hass und Gewalt. Das bedeutet, dass wir uns immer aufs Neue mit der Geschichte und ihren düsteren Kapiteln beschäftigen und das Gespräch mit unseren Nachbarn suchen müssen, die vielleicht gestern noch in den offiziellen Sprachen der Regime als Gegner, ja Feinde bezeichnet wurden. Sonst gemeinsam.